Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Farming Simulator. Diese Woche wird ein bisschen anders sein, denn es wird weniger gecuttet sein, da ich wenig Zeit habe leider. Aber ich wollte trotzdem die Farming Simulator Folgen weiter rausbringen und deswegen werden wir diese Woche 3 Folgen ungeschnitten bringen. Und ich hoffe, wir können einiges Cooles machen. Ich werde versuchen, viel zu machen, wo man eh wenig schneiden müsste. Zum Beispiel dieses kleine Teil hier verkaufen. Das machen wir jetzt gleich mal. Weil es ist unnütz und es hat so wenig Power. Und ich kaufe keinen Elektro-Träger dafür, dass ich nichts machen kann. Außerdem würde ich gerne überlegen, eine kleine Farm aufzubauen, damit wir damit schon was machen können. Und uns Sachen holen, um Paletten zu bewegen. Und vielleicht schon mal eine Ausplanung machen für die Zukunft, was wir mit unserer Farm alles planen. Aber ihr seht schon, wir haben aktuell 84.000. Das kommt nicht nur durch die ganze Silage, sondern es kommt dadurch, dass ich auch viele kleine Aufgaben gemacht habe für andere Menschen, Felder bearbeitet habe und, was, sagen wir mal, nervig war teilweise. Weiß gar nicht, ob ich noch irgendeine offen habe, theoretisch gerade. Das sollte man vielleicht herausfinden, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich eine fertig gemacht habe oder ich einfach gespeichert habe und die fertig gemacht habe. Ja, so. Den stellen wir hier hin und wie viel bringt uns noch? 37.000, so etwas verkaufen. Wir werden nicht heute gleich auch ein paar Dinge aufnehmen müssen. Ist ja gut. Wir könnten eine Vogelfarm machen, das wäre auch witzig. Jetzt will ich aber mal kurz durchtappen, ob wir noch... Ne, wir haben keine anderen Fahrzeuge mehr. Okay, also es ist nur noch der hier. Das Teil ist aber auch ziemlich nervig. Ich würde sagen, wir gehen heute auf mittelgroßen Traktor. Das Geld hätten wir circa auf jeden Fall dafür. Vielleicht kriegen wir auch dafür einen schönen Fendt. Einen Fendt 700 Vario. Das wäre auf jeden Fall ein schickes Teil. Und ja, ich bin Fendt-Fan. Gleich überhaupt nicht auffällig. Wie viel PS hatten wir? 156 PS. Das sollte... 65. Oh, der Willard. So. Frontladeranbau hat auf jeden Fall, bedeutet, das würde auch gehen, kostet 1500 mehr. Wenn wir sagen, wir wollen die große Motorausführung, kostet das Ding auch gleich 219.000. Hat natürlich 240 PS, bedeutet eine zukünftige Investition für zukünftige Großprojekte auch. Der wird uns lange erhalten bleiben, rein theoretisch. Aber was wir alles auch schon können, diverses hätte ich gerne, nehme ich dann später das Teil hier. Einfach vor der LOLs, weil es witzig ist. Das sind alles Sachen, die wir nicht brauchen. Das ist ein Unitrack. Alpine Farming. Was kann ich mit so einem Unitrack anfangen? Wahrscheinlich unter diverse Anhänger werden dann die anderen. Ach, guck mal hier. Eine Plattform für den Transport von Sachen. Mhm. Toll, und das ist alles, was das Ding kann, oder was? Scheint so. Da ist nicht viel, was sonst mit dem Alpinen Teil da kommt. Aber hier hätten wir einen Hänger, den kleinen. Das ist auch gut. Sonst ist aber auch nicht viel. So. Aber wie gesagt, ich hätte gerne eine Farm auch, deswegen schon mal unter Tierhaltung. 40.000 wären Hühner. Hühnchen! Was ich aber cool finde, wären zum Beispiel Schafe. Hm. Ich weiß bloß nicht, wie viel Schafe kosten. Große Schafe hätte kostet 180.000. Die müssen wir natürlich auch wieder providen können. Also wir brauchen auch wieder das Geld dafür, um das ganze Zeug einzukaufen, weil wir haben am Anfang natürlich nichts. Weil ich schlau bin. Hühner geht relativ einfach. Bringt aber auch nicht so viel Kohle ein, ne? Das ist eher so Nebenprodukt, würde ich jetzt mal sagen. Kühe sind natürlich extrem lukrativ, vor allem mit der Milch. Kostet halt auch am meisten. Pferde waren schon immer lukrativ, aber ja, da macht man wieder nicht viel. Das ist einfach so, das tut's einschütten. Ich hätte eher so gern was wie eine Schafweide. Nicht genug Geld. Okay, dann müssen wir uns erstmal zur Bank begeben. Oder kann ich online Lohn holen, weil man geht das. Ich habe zu lange das nicht mehr gespielt. Hier allein. Aber nur 5000er Schritte. Oh, das wird unangenehm. Wenn ich jetzt anfange zu leihen. Schauen wir mal, wie viel wir uns ausleihen können. Weil ich bräuchte doch dann einiges. Ah, das ist schon wieder so unangenehm. Wenn wir 400.000 Lohn aufnehmen. Hört sich beschissen an. Aber da haben wir für eine halbe Million. Mit der können wir auf jeden Fall die Schafweide. Und ich glaube, die Schafe akklimatisieren sich auch relativ schnell. Große Schafweide. Wenn dann. Oh. Kollidiert mit einem Objekt. Hier ist doch gar nichts. Also hier könnte es hingehen. Ist es, weil der Hänger da steht?
Okay, wir kaufen schnell den Trecker. Wie gesagt, ich bin eigentlich, weil die haben auch, ne, obwohl, die haben auch relativ viel PS, ne, und sind billiger. Wir hätten noch ein bisschen was für andere Traktoren. Also der Fendt eigentlich sogar die schlechtere Variante? Der hat 170 PS, aber hat wahrscheinlich keinen Frontladeranbau, oder? Nee. Valorant 210 PS kostet 175.000, schon in der Ausführung. 250, 195.000 mit Frontladeranbau kostet der 106, aber billiger. Das ist billiger. I hate to say this, but he ist billiger. Dann tun wir ihm noch Breitreifen geben. Einfach so. Welche Farbe geben wir ihm? Und schwarze Valorant wäre schon geil, oder? Hm, schauen wir mal. Vielleicht hört ihr im Hintergrund noch meine Vögel die ganze Zeit, die gehen voll ab. Ich habe es schon in dem KSB-Video erwähnt, aber ich überlege mir, ob ich mir in der Zukunft, wenn mein großes Gehege kommt, ob wir nicht eine Vogelcam machen, für Streams vor allem. Schreibt mal eure Ideen da, oder was ihr davon haltet, in die Kommentare. Ein roter Valorant schaut auch geil aus. Wie schaut ein grüner? Nee, das passt nicht. Grüner Valorant, rot passt doch besser. Dunkles Blau, nee. Ja, komm, wir machen schwarzen mit roten Felgen. Ja, der schaut das mal. Oh ja, der taugt mir. Der wird gekauft. So, und dann holen wir den mal schnell ab. Oh, das Ding ist schön. Oh, Luxusleben. Und vor allem, wir brauchen normal Benzin. Wir brauchen keine Elektro-Tankstelle. Vielleicht kommen wir in Zukunft mal auf die Elektro-Traktoren wieder zurück. Aber fürs Erste will ich auf meine funktionierenden und gut laufenden... stopp, bevor wir fahren. Bip, zurück. Wenn ich schon unterwegs bin, ne? Also das Ding hat Power, leck mich am Sack. Können wir auch die dementsprechenden Anbauteile holen? Ah Gott, jetzt... Oh shit, genau. Jetzt, kleiner als 150 PS? Kleiner als 90 PS? Mein Ding hat mehr als 50 PS. Was kriegt denn der dann für einen Anbau? Warte mal, hä? Ich brauch den. Completely schwarz kaufen. Ja. Und was wir jetzt dann erstmal brauchen werden, ist eine Gabelzange. Wo ist denn die normale? Da. Gabelspieß. Konfigurieren. Gibt es die denn? Yo, kaufen. Nice. Und dann unter Diverses nehmen wir gleich noch den Alpinhänger hier mit. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es mir vorstelle. Und wo war denn das andere Teil? Ist das hier nicht drunter? Ist es unter Fahrzeuge? Ah ja. Wir machen den schwarzen mit roten Highlights. Oh yeah. Kaufen. Warte mal, Ladungssperre? Oh, das ist gleich gar nicht drauf. Das kaufen wir noch dazu. Für 250. Wir haben nur noch 300.000. Das hat sich voll bescheuert an, aber wir haben echt nur noch 300.000. What? Alter, ich mag unseren neuen Trecker jetzt schon. Viel massiver und so viel Power. Mit dem können wir wahrscheinlich schön in den Bergen arbeiten. Schön einloggen. Zack. Easy. Bin gespannt auf unsere Hebebühne hier. Oh, ich mag das Geräusch. Dieser Elektro-Trecker, das Geräusch hat mir überhaupt nicht taugt. Also ganz ehrlich. So sehr ich auch für Elektronik bin aktuell wegen. Aber die Batterien sind halt doch schlimmer als ein... Wait, what? YOLO! Motor starten. Der läuft auch auf Benzin, Leute. Den muss ich tanken fahren. Warte mal. Wie schnell fährt das Teil? Mal schön mittig, wenn dann schon. Schön mittig mit dem Ding. Alter, das Ding. Puff, drauf ist es da. Motor aus. Ich glaube, das bringt sich da gar nichts, oder? Ich bin trotzdem mal zwei spannende Gurte anschauen, ob das so gut bringt.
Machen wir wieder zu. Dann haben wir unsere kleine Hebebühne auch mit. Genius. Schauen wir vielleicht, in Zukunft ziehen wir wahrscheinlich eh irgendwo Flaches um, damit wir einfach mehr Platz haben für unsere großen Maschinen auch, wenn es halt wirklich mehr wird. Vor allem, wenn wir auch irgendwann Kuhweiden und alles haben. Ich will nicht unbedingt alles in der Schrägen bauen. So cool ist wahrscheinlich, ist da oben alles wieder ausflatten und dann Straßen verlegen und alles. Aber es kostet dann wahrscheinlich Millionen mehr, als ob wir uns irgendein Feld kaufen würden und da alles einfach hinplatzieren. Oder wir werden irgendwann mal ein bisschen asphaltieren müssen. Und das alles. Oh, schau, wie elegant das ist. Oh. Und echt so schnell und einfach, ist einfach alles wurscht. Oh, schön, das ist gerade so Luxusleben irgendwie. So, ich lasse den noch oben drauf auf dem Hänger. Weil YOLO und so. Wir müssen uns eher später noch einen Tierhänger auch besorgen. Sind unsere anderen Sachen halt wieder dezent klein. Der Hänger passt eigentlich noch von der Größe her, sagen wir es mal so. Der Rest ist halt größtenverhältnismäßig so. Warum hast du mich denn überhaupt? Der Hänger passt eher. Der Hänger passt noch zum Trecker. Das ist gut. Will ich alles neu kaufen müssen, nur weil ich die Größe wechsle von dem Hänger. So. Okay, jetzt können wir aber nochmal in den Shop gehen. Hier Tierhaltung und Schafalle. Eine große Schafe. Ja, perfekt. So, jetzt müssen wir die nur noch drehen. Kann man rotieren? Nee, ich wollte rotieren. Ah, das darf ich. Hä, warum durfte ich dann das Silageteil nicht? Mit was interviere ich denn hier? Also ich würde sie gerne hier hinten hinsetzen, ne? Kollidiert aber mit irgendeinem Objekt. Warum darf ich sie hier platzieren, aber nicht hier? Als erstes machen wir das mal so, hier Landschaftsbau starten und dann würde ich texturieren. Ah, ich muss Modifikation Form ändern. Ne, warte mal. Oh Gott, ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Warte mal, wie kann ich denn jetzt hier Landschaftsbaumodus ändern? X. So, und dann würde ich gerne Bodentyp ändern. Kamera rotieren, Radius ändern, Landschaftsbau, Bodentyp ändern. Ich hätte gerne schöne Wiese. Genau, das tun wir jetzt alles mal ausarbeiten hier. Einfach die Fläche, wo der Stall hinkommt, dementsprechend aussieht. So. Muss ja nach Wiese ausschauen. Unsere Freunde wollen ja was essen. So. Das schaut schon einiges besser aus. Perfekt. So. Kommen wir wieder raus hier rein. Tierhaltung. Schafweide. Oh, geht das jetzt wohl? Oh, ist das eine Schafweide? Hä, was habe ich denn davor ausgewählt gehabt dann? Nee, das hatte ich auch nicht ausgewählt. Ich hatte den kleinen ausgewählt. Oh. Mit irgendwas. Kollidiert mit anderen Objekten. Das Terrain ist hier nie, kann hier nicht geändert werden. Dann kommt es hier so hin. Perfekt. Dann haben wir hier schon mal unseren Schafstall. Und jetzt passen wir natürlich außenrum noch die ganze Texturierung an. Texturierung. Dann haben wir hier. Muss natürlich alles abpassen, auch schon auch. Ne? Kann ich den. Oder das ist jetzt in die Richtung. Da muss ich wahrscheinlich dann einfach Modifikationsform ändern. Dann den Bodentyp anpassen, den ich. Oh ne, das ist falsch. Das ist falsch. Auch falsch. Das passt, oder? Das ist dasselbe, ja, perfekt.
So, dann tun wir nicht das alles gleich ausfüllen, so dass das passt. Und wie könnte ich den Radius ändern mit Pfeilen? Einfach, dann geht das nicht auch schneller. Perfekt. Ganz vorsichtig natürlich, ganz vorsichtig. Wir wollen hier nicht zu viel kaputt machen von der Wiese. Ich hätte halt gerne den ganzen Stall so weit geteert. Also ich nenne das jetzt mal geteert. Ich glaube zwar nicht, dass das geteert ist, aber hey. Für mich ist das geteert. So. Hier drüben alles zugemacht. So. Wenn ich jetzt wieder, warte mal, wie ging das mit C, kann ich die Modifikationsform ändern. Perfekt. Meine Vögel gehen immer noch voll ab. Nee, aber das schaut doch jetzt gut integriert aus hier. Ich weiß gar nicht, was hier ist. Einfach mal alles mal umplanieren. So. Perfekt, aber. Jetzt haben wir unseren Stall hier. Da müssen, oh, wir brauchen noch einen Wassertank. Oh, jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig. Und dann können wir hier die Schafe. Ach nee, können wir die einfach so kaufen und verschieben. Gebühren. Oder muss ich die abholen? Schafe weiß. Schwarz-weiß. Also ich hätte gern mal. Wie viel passen da überhaupt rein? 4 weiße Schafe. 4 schwarz-weiße Schafe. 1, 2, 3, 4 davon. Und dann noch 1, 2, 3, 4 davon. Bestätigen. Und sie sind schon da. Oh! Luxus. Wenn wir unter Tiermenü gucken. Ja, die haben noch nichts. Das ist halt jetzt das andere Problem. Das müssen wir jetzt noch alles besorgen. Das wird eher der Funny-Part dran. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von meiner Idee mit den Tieren jetzt haltet. Und ob wir damit gutes Geld machen können oder nicht. Und in der nächsten Folge werden wir das alles auffüllen, damit sie uns dann langsam ein bisschen Geld einschippern. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.